Ganz herzlich willkommen für alle, die jetzt da sind, die heute am Sonntagabend an unserer Live-Session vom BIMOG teilnehmen. Ich begrüße ganz herzlich den Dr. Michael Hart als Vorsitzender des Landesverbandes Sächsischer Imker und als Mitglied im Präsidium des Deutschen Imkerbundes. Und er hat sich bereit erklärt, heute die Startsession, die fachliche Startsession in unserem BIMOG zu halten, zu dem Thema die wichtigsten zu klärenden Themen und Fragen, wenn ich Bienen halten möchte. Also vielen Dank und damit würde ich an Sie, Herr Dr. Hart, übergeben. Sie können sich ja selbst noch mal kurz vorstellen. Ja, auch liebe Kursteilnehmer, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen zum kommentierten Neuimkerlehrgang. Es ist meine Aufgabe, jetzt hier zwei Kapitel in 45 Minuten darzustellen. Das ist ziemlich sportlich. Wahrscheinlich schaffe ich nicht alles, aber die wichtigsten Punkte habe ich am Anfang. Ja, ich habe auch schon als Schüler angefangen, habe mittlerweile 40 Jahre die Bienen. Und meine Motivation war damals, ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Die Imkerei erfordert dennoch ein bisschen Sachkunde und auch Zeitaufwand. Wer jetzt nur Bienen halten möchte, um Bestäubung im Garten zu haben und eigentlich keine Zeit hat für die Bienen und auch keinen Honig ernten möchte, der tut der Natur trotzdem was Gutes, wenn er zum Beispiel Nisthilfen für Wildbienen bereitstellt. So ja. Zum Beispiel wie in dem Bereich hier rechts, die auch in Landwirtschaftskulturen gemacht wird. Es gibt über an die 500 Wildbienenarten mit unterschiedlichen Lebensweisen und etwa 75% der Wildbienen sind Bodenbrüter und Mangel haben alle an Nistplätzen. Ja, also wer dann keine Zeit hat, sich um Honigbienen zu kümmern, der kann dennoch für die Ökologie was Gutes tun. Aber auch hier muss man sich ein bisschen drum kümmern. Man muss regelmäßig das Nistmaterial erneuern und auch die Bodenflächen, wo die Bodenbrüter brüten, freizuhalten. Für die Imker ist es wichtig, zumindest die Honigbienen seinen Kunden und Mitbürgern zu erklären, wo die sich unterscheiden von Wespen und Hornissen. Deswegen hier nochmal eine Abbildung, Wespen, Hornissen, Hummeln und Bienen. Die Bienen sind grau und pelzig und viele Kunden fragen an, bei mir sind Bienen im Garten, ob ich nicht als Imker die holen kann. Wenn man hinkommt, handelt es sich dann um Wespen. Das muss man dann doch mal genau erklären. Die Rechtsfragen werden eigentlich erst im späteren Kapitel betrachtet, aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung ziehe ich das mal hier nach vorne. Wer Bienen hält, bringt in der Regel auch Lebensmittel, nämlich Honig in den Verkehr. Selbst wenn das nur verschenkt ist, ist es ein Verkehr, in Verkehr bringen. Und Voraussetzung ist eine Registrierung beim Veterinäramt nach Bienenseuchenverordnung und auch unterliegt man dann der Lebensmittelüberwachung. Dabei möchte ich gleich mal einen Hinweis geben hier auf die Imker-App des Deutschen Imkerbundes. Wenn man also nicht weiß, wo man sein Veterinäramt erreichen kann, kann man einfach in dieser App den Reiter Veterinäramt aussuchen, die Postleitzahl eingeben und dann findet man für die für sich selber zuständige Kontaktadresse. Ebenso auch, wenn man Probleme mit dem Pflanzenschutz hat oder den Landesverband sucht, kann man das auch über die Imker-App erreichen. Auch wichtig ist die Haftpflicht zu klären, bevor man anfängt mit der Imkerei. Paragraf 833 des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt die Tierhalterhaftung. Dies bedeutet, dass der Tierhalter für Schäden, die sein Tier verursacht, haften muss. In den meisten Privathaftpflichtversicherungen ist nämlich die Tierhalterhaftpflicht nicht enthalten. Die Mitgliedschaft im Verein eines Landesverbandes beinhaltet in der Regel auch ein Versicherungspaket. Und nicht nur deshalb ist es empfehlenswert, im Verein Mitglied zu werden. Eine weitere Frage, die man klären sollte, bevor man Bienen halten möchte, ist der gesundheitliche Aspekt. Sind Sie schon mal von Bienen gestochen worden und wie haben Sie darauf reagiert? Eine Bienenstichallergie vom Typ 4 kann mit allergischem Schock und Kreislaufversagen zum Tode führen. Das sollte möglichst nicht passieren, also dann sollte man sich nicht Bienen halten. Eine normale Reaktion wie auf Bienenstiche mit Rötung und Schwellung muss man halt ertragen. Insbesondere Weichgewebe im Kopfbereich, Augenlider und Lippen können sehr stark anschwellen. Und das sollte man beachten, wenn man und dann sich Schutzkleidung tragen, wenn man in den nächsten Tagen vielleicht repräsentative Tätigkeiten ausüben möchte. Und je nach Reaktionslage dauert die Schwellung nämlich mehrere Tage an. Nach Desensibilisierung wird die Schwellung nicht mehr so stark ausfallen, aber der Schmerz bleibt in den ersten Minuten und muss dann auch ertragen werden. Zum Wesen der Bienen gehört natürlich, dass sie auch stechen können. Und auch bei ruhiger und vorsichtiger Arbeitsweise wird es vorkommen, dass man mal eine Biene drückt oder quetscht und dann gestochen wird. Das ist vollkommen normal. Aber wie bei Menschen gibt es auch Choleriker unter den Bienen. Und die sollte man möglichst nicht am Stand halten. Also wenn die bloße Anwesenheit des Imkers am Bienenstand schon zu aggressivem Verhalten führt, dann sollte man vielleicht mal eine andere Herkunft von Königin wählen. Insbesondere in der Stadt sollte man nur sanftmütige Bienen halten, da es sonst unnötigen Ärger mit Nachbarn gibt. Zur
Erwerb der Sachkunde. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, klassisch analog. Ich fange hier mal mit dem Bereich an. Also es gibt Anfängerbücher, Nachschlagewerke, Imkerzeitungen und auch antiquarische Werke. Und auf der digitalen Seite gibt es die Imker-App des Imkerbundes, die Online-Schulungsseite, die Honigmacher, Merkblätter der Bieneninstitute und auch den Infobrief der Bieneninstitute, den man abonnieren kann. Ich fange jetzt hier mal mit verschiedenen Büchern an, die ich so zur Verfügung habe. Bei dem Kurs richte ich mich im Wesentlichen bei der Gliederung hier nach der Schulungsmappe Grundwissen für Imker. Daneben ist ein Buch dargestellt, Handbuch für die erfolgreiche Imkerei. Das ist zwar 1919 erschienen, ist aber eine Übersetzung eines Textes von 1920 von Pierre Dardenne mit aktuellen Kommentaren versehen. Der Klassiker für die Backfastimker ist hier von Bruder Abraham, Meine Betriebsweise. Ein neueres Buch in der Richtung, die Backfastbiene Imkern in der Dardenne-Beute, ist auch interessant für Halter anderer Bienenrassen. Die Betriebsweise kann gerade so übertragen werden. Auch empfehlen kann ich mit ruhigem Gewissen das Buch von Wolfgang Ritter, Gute imkerliche Praxis. Hier werden Zusammenhänge vermittelt, ohne sich auf eine bestimmte Betriebsweise oder Bienenrasse festzulegen. Also übergreifend eine Vermittlung von Zusammenhängen. Eine kleine Broschüre am Flugloch beschreibt die Fluglochbeobachtungen und deren Interpretation. Daneben gibt es auch noch Fachbücher, die sich beispielsweise nur mit dem Honig oder nur mit Bienenkrankheiten beschäftigen. Das von Zander Böttcher ist etwas wissenschaftlicher aufgebaut. Mehr die beiden Bücher hier, Bienenkrankheiten von Wolfgang Ritter oder Friedrich Pohl, richten sich auch durchaus an den Imker. Dann die Honigfibel ist Grundlage für die Honigschulung, die man auch in dem Portal Die Honigmacher lernen kann. Ja, hier komme ich mehr zu Büchern, die aus dem Antiquariat sind. Auch die hier aus den 30er-Jahren, Lehrbuch der Bienenkunde von Freudenstein oder aus der DDR, Grundwissen für Imker, imkerliche Fachkunde, sind Bücher, die durchaus auch heute noch in gewissen Teilen informativ und interessant sind. Natürlich sind moderne Erkenntnisse darin nicht enthalten, aber wenn man so ein Buch antiquarisch erhalten kann, ist es durchaus noch lesenswert. Ein auch moderneres Buch hier von Werner Gekeler, die Honigbienenhaltung, beschreibt die Zweiraumbetriebsweise mit Zander und ist daneben aber auch ein Nachschlagewerk für Fachwissen, zum Beispiel für die Halbwertszeiten der Enzyme im Honig bei den verschiedenen Lagerbedingungen. Von der Landwirtschaftskammer hier nochmal die Broschüren, die Honigfibel, Hygienefibel und eine Broschüre über Wildbienen. Vom Referenzlabor gibt es auch kleine Broschüren über verschiedene Bienenseuchen. Für die aktuelle Information ist das Studium der Bienenzeitungen hilfreich. Die beiden großen Bienenzeitungen, die in unserem Bereich vertreten sind, ist einmal die Zeitschrift Bienen und Natur und zum anderen das Bienenjournal. Dort werden neben Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Themen oder aktuellen Themen auch Monatsbetrachtungen dargestellt. Dem Bienenjournal, jetzt muss ich mal umschalten, wenn ich mal auf die Homepage gehen möchte. Hier sieht man also die Internetseite vom Bienenjournal. Verschiedene aktuelle Themen werden beleuchtet und die Monatshinweise im Bienenjournal gibt dieses Jahr die Pia Aumeier, bekannt für Zandermaß Zweiraumbetriebsweise. Und wer dann mehr, so wie ich, auf die Einraumbetriebsweise im Dardenne-System steht, für den wäre dann vielleicht in diesem Jahr das... Moment, jetzt muss ich da umschalten... So, jetzt werde ich mal auch mal Biene und Natur aufrufen. Beispielsweise arbeiten im Frühjahr mit dem Trendsheet beim einräumigen Betriebsweise und weiter unten kann man auch dann die Monatsbetrachtungen aufrufen vom letzten Jahr, das Bienenjahr 2019 mit Berufsimker Bernd Teufel, der hier die Betriebsweise Monatsbetrachtung hier geschrieben hat zur Betriebsweise im Dardenne-Maß. So findet man also auch im Internet jeweils die Informationen zu den jeweiligen Betriebsweisen. Und ich kann jetzt weder die eine noch die andere Zeitung hervorheben. Beide sind, je nachdem, welchen Schwerpunkt man selber setzt, mal im einen Monat die eine, mal die andere ein bisschen interessanter. Und im Jahr 2014 war auch schon mal die Dardenne-Betriebsweise in den Monatsbetrachtungen vom Rainer Schwarz hat das damals vorgestellt. Die kann man unter dem hier unten dargestellten Link dann aufrufen. Ja, soweit zu den
ja, klassischen analogen Medien, hier bei der Bienenzeitung Übergang zur digitalen Welt. Da kommen wir jetzt hier zur digitalen Welt, die, was ich empfehlen kann, seit letztem Jahr wirklich auch funktionsfähig, die Imker-App des Deutschen Imkerbundes, eine Smartphone-Anwendung, die verschiedene Teilbereiche beinhaltet. Einmal die Arbeiten im Bienenjahr, sind Monat für Monat dargestellt. Dann gibt es den Bereich grundlegende Arbeiten, in denen dann die verschiedenen Arbeiten, Umgang mit den Bienen oder wie man Bienenbeuten bearbeitet, eine Durchsicht, das Thema Fütterung. Diese Themen sind Bereiche bearbeitet und ein Bereich Bienengesundheit beinhaltet auch ein Diagnosetool und das Varroa-Bekämpfungskonzept und wie man die anderen Bienenkrankheiten erkennt. In dem Bereich Meine Bienen kann man seinen Stockbuch führen und dieses kann man auch in der Browserversion aufrufen und herunterladen. Also ein Imkerpate für die Hosentasche, dass man den nicht immer gleich anfragen muss. Dann auch eine Seite, die sehr schön und informativ ist, die Honigmacher. Hier kann man verschiedene Kurse sich ansehen. Zurzeit wird sie noch bearbeitet, die Version wird umgestellt. Es gibt einen Schnupperkurs, Anfängerkurs, Fachkundeseminar, ein Thema die Varroamilbe und auch über die Bienenweide. Und wenn man sich dort orientieren will, sie wird von manchen Anwendern als zu textlastig kritisiert, aber ich finde das gerade gut, weil es dann einfacher ist, auch Sachen nochmal nachzuschlagen, als wenn man nur im Video vor- und zurückspielen musste. Und wenn man ein bestimmtes Thema dort sucht, kann man, jetzt muss ich dann hier auf die Seite mal noch verfolgen, so, das müsste jetzt hier die Seite sein. Ja, genau. Hier live reinklickt, kann man neben auf dem Bereich Themen gehen und dann in dem Sachverzeichnis sich die verschiedenen Themen aufsuchen. Also sehr schön zum Nachschlagen, um bestimmte Sachthemen aufzufinden, wenn man ein Kapitel durchgearbeitet hat und nochmal nachschlagen möchte. Ich finde das also viel besser als ein Video. Und wenn man aber tatsächlich videoaffin ist, kann man unter V sich die auf die Videos klicken und bekommt dann eine Auflistung der in der Seite gefundenen Videos. Die sind momentan noch nicht alle in der neuen Version abrufbar, aber wenn man beispielsweise im Verein so ein Thema bearbeiten möchte, ist das eine sehr schöne Funktion. Ansonsten sehr sachlich, informativ und ein umfassendes Wissen, was hier vermittelt werden kann. Dann weitere Informationsquelle, die ich sehr empfehlen kann, sind die Internetseiten der Bieneninstitute. Hier mal als Beispiel das Bieneninstitut in Kirchhain, aber auch das Bayerische Bieneninstitut oder das Bieneninstitut in Celle hat sehr informative Merkblätter für die Imker. Auch wenn ich das mal zeigen möchte. Hier finden sich die Informationen in zwei Bereichen. Einmal unter der Rubrik Publikationen. Zum Beispiel sind hier auch die Flyer zur naturnahen Varroa-Behandlung über die komplette Brutentnahme und andere Themen behandelt, also mehr Zusammenfassung oder Kopien von Veröffentlichungen. Auf der anderen Bereich, der interessant ist, ist der Bereich Infos und Arbeitsblätter, zum Beispiel über Lebensweise, über den Körperbau. Dort werde ich hinten nachher beim Bereich Sinnesorgane nochmal hinverweisen. Und auch interessant ist unten über die Arbeitsblätter zum Thema Varroa. Da werden wir im Bereich Krankheiten dann nochmal drauf eingehen. Ja, soweit also einmal der Bereich Publikationen, zum anderen der Bereich Arbeitsblätter. Die Links habe ich hier unten auch nochmal jeweils in der Seite dargestellt. Sehr informativ und zum weiteren Literaturstudium geeignet. Auch der Deutsche Imkerbund bereitet Informationen auf für die Imker. Im oberen Teil natürlich die Verbandsgeschichten, aber auch unten gibt es dann informative Blätter. Und auf der Startseite des Deutschen Imkerbundes kann man dann auch das DIB aktuell abonnieren. Und ja, ich spule hier mal ein bisschen runter, dass man dann sieht, es gibt Merkblätter zur Bienenhaltung, Merkblätter zur Bienengesundheit und Merkblätter zur Honiggewinnung, wo man sich dann auch nochmal vertiefend informieren kann und weitere Hinweise bekommt. Ja. Und zum Letzt will ich hier noch die Internetseite vom Länderinstitut für Bienenkunde empfehlen. Die Anzahl der Präsentationen ist übersichtlicher als bei den anderen, aber das ist ja das, was für uns hier in Sachsen das zuständige Institut ist. Und hier gibt es Lehrtafeln, Infomaterial und Präsentationen, die man sich anschauen kann und auch als PDF herunterladen kann. Wenn man beispielsweise im Verein eine Schulung machen möchte, ist das sehr hilfreich. Zum Beispiel auch nachher bei dem Thema Grundsätze der Bienenhaltung oder Hinterbehandlung oder Magazin, da kann man hier auch nochmal die Vor- und Nachteile der jeweils einen oder anderen Betriebsweise sich anschauen.
Ja, das war dazu. Merkblatt der Bieneninstitute, der Infobrief der Bieneninstitute kann man auch abonnieren. Da braucht man einfach nur auf eine der Seiten, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz wird der herausgegeben und dort kann man den dann abonnieren. Ich komme jetzt zu dem fachlichen Teil der Grundlagen. Hier zunächst mal die Bestäubungsleistung, die bei der Bienenhaltung durchaus im Vordergrund steht. Die Bienen sind das landwirtschaftliche Nutztier Nummer 3, variiert vielleicht auch manchmal ob Nummer 4 oder 2. Wichtig jedenfalls ist die Pollenversorgung. Bei der Pollenversorgung bestäuben sie die Kulturpflanzen. 90% der Kultur und 70% der Wildpflanzen sind auf eine Insektenbestäubung angewiesen. Das müssen dann nicht nur die Honigbienen sein, aber die Honigbienen machen einen großen Teil davon. Der Vorteil der Honigbiene ist, dass sie blütenstet ist. Das bedeutet, dass sie während eines Ausfluges immer nur dieselbe Blütenart anfliegt. Der Grund, warum sie Blüten anfliegt, ist nicht, dass sie Blüten bestäuben möchte, sondern dass sie selber den Pollen braucht. Zum Eigenbedarf Eiweißfutter für die Brut, etwa bis zu 40 Kilogramm Pollen. Damit ist die Hauptaufgabe eben auch nebenbei die Bestäubung. Der Wert in Deutschland beläuft sich auf etwa 2 Milliarden Euro. Auf der Abbildung sieht man hier eine Biene beim Pollensammeln am Weidenkätzchen, in Krokusblüten, das im Sommer eine Blumenwiese im Biosphärenreservat und im oberen Bereich habe ich hier die landwirtschaftlichen Kulturen dargestellt, die auch auf Bestäubung angewiesen sind. Dieses Foto habe ich am Tag der offenen Tür am Länderinstitut für Bienenkunde aufgenommen und es stellt die Ertragssteigerung durch die Bestäubungsleistung dar an den verschiedenen Kulturpflanzen. Bei der Bestäubung sammelt die Bienen den Pollen ein. Der Pollen verfängt sich im Haarkleid der Biene und wird dann mit der Bürste in das Körbchen transportiert und das Körbchen an den Hinterbeinen. Damit werden die Pollenkörnchen dann in den Bienenstock eingetragen und dort als Eiweißfutter für die Bienen verwendet. Als Imker sollten wir auf jeden Fall die Funktion und Unterschiede der Bienenwesen kennen. Links sind mal Weiselzellen dargestellt, die als Nachschaffungszellen gezogen worden sind. In der Mitte Arbeiterzellen, zum Teil mit Pollen gefüllt und rechts Drohnenbrut. Der Durchmesser der Arbeiterzellen beträgt 5,2 bis 5,4 mm, der Durchmesser einer Drohnenzelle 6,9 mm und der einer Weiselzelle etwa 7,9 mm. Und auch die Tiefen der Zellen sind unterschiedlich. Hier sind jetzt die Tiere dargestellt. In der Regel ist im Bienenstock nur eine Königin enthalten, aber es ist nicht ungewöhnlich, zu bestimmten Jahreszeiten, insbesondere im Herbst, auch mal zwei Königinnen im Bienenstock zu finden. Die Königin hat die Aufgabe, die Eier zu legen und ist das einzige voll funktionsfähige weibliche Tier im Stock. Auch die Arbeiterinnen sind weiblich, bei ihnen sind aber die Eierstöcke verkümmert. Zur Sommerzeit, zur maximalen Entwicklungszeit sind etwa 50.000 Arbeiterinnen im Bienenvolk und in den verschiedenen Lebensphasen üben sie unterschiedliche Aufgaben aus. Die Drohnen haben die Aufgabe, die Königin zu begatten. Sie sind also deswegen nur während der Zeit der Vermehrung im Volk vorhanden, etwa 0 bis 1.000 Stück, also zur Zeit der Vermehrung etwa 1.000 Stück. Die Larven der Königin erhalten nur Gelée Royale, entwickeln sich dann sehr schnell. Die haben die kürzeste Entwicklungszeit zum Erwachsenentier. Man kann sich die Eselsbrücke 3, 5, 8, die Königin ist gemacht, merken. Wichtig für die Königinzucht, wenn man Belegstellen beschicken will, sollte man diese Zahlen parat haben. Die Arbeiterin wird etwa ab dem zweiten oder dritten Tag mit Honig und Pollen gefüttert, entwickelt sich dadurch nicht zu einer vollwertigen Königin, bleibt also Arbeiterin. Wenn die Königin verloren geht, kann durch das Umschalten auf Gelée-Royal-Fütterung in den ersten Tagen wieder auf die Produktion einer Königin umgeschaltet werden. Die Gesamtentwicklungszeit dauert 21 Tage. Das ist zu berücksichtigen bei der Planung der Ablegerbildung oder auch bei der Nutzung von Trachten. Die Entwicklungszeit der Drohnen beträgt 24 Tage und ist damit die längste. Nach dem Schlupf dauert es dann nochmal weitere 14 Tage, bis die Drohnen geschlechtsreif sind. Und die lange Verdecklungszeit von 14 Tagen bietet auch der Varroamilbe deutlich längere oder bessere Vermehrungsbedingungen und auch das sollte man beachten. Die Faustregeln, die ich eben schon mal so ein bisschen mit angesprochen habe, findet man dann auch als Leseprobe im Internet.
So, hier ist beispielsweise als Leseprobe bei der Homepage von Biene und Natur das angegeben. Hier sind diese Regeln genannt. Die Eselsbrücke für die Königinnenzucht, die Entwicklungszeiten der Arbeitsbienen und auch nochmal die Tabelle hier unten dran. Also diese Frist von 21 Tagen Entwicklungszeit ist bei der Planung der Erweiterung im Frühjahr oder auch bei der Ablegerbildung zu berücksichtigen. Wenn ich einen Kunstschwarm bilde, brauche ich mich nicht wundern, dass innerhalb der nächsten 21 Tage der nicht stärker wird, weil erst danach, wenn die erste Brut ausläuft, die Bienen stärker werden. Eine auslaufende Brutwabe besetzt etwa 3 bis 4 Gassen. Am Beispiel einer Dardanwabe, die hat etwa 8000 Brutzellen. Und auf eine Wabenseite passen etwa 1300 bis 1400 Bienen, wenn sie sehr dicht besetzt ist. Da kann man sich also hochrechnen, wenn eine Brutwabe schlüpft, wie viele Waben man dann erweitern muss, wo man die Honigräume aufsetzen muss und so weiter. Die 40-Tage-Frist bedeutet der Zeitraum von der Eiablage bis zum ersten Trachtflug und ist bei der Nutzung von Trachtbedingungen zu berücksichtigen. Die 9-Tages-Frist ist relevant bei der Schwarmkontrolle und auch bei der Königinnenzucht, weil das nämlich die Frist, in der es noch möglich ist, eine Königin zu ziehen. Hier auf dem Bereich findet sich jetzt der Lebensweg der Arbeitsbiene. Den sollte auch jeder Imker kennen und ist auch gern bei Jungimkern und Schulgruppen prüfungs- oder wettbewerbsrelevant. Es macht keinen Sinn, jetzt beispielsweise einen Ableger mit Altbienen zu bilden, weil die Jungbienen die Brutpflege und Fütterung übernehmen. In den ersten beiden Lebenstagen putzen die jungen Bienen die Zellen und wärmen die Brut. Am 3. bis 5. Tag füttern sie ältere Maden. Vom 6. bis zum 12. Tag füttern sie jüngere Maden und auch nehmen sie den älteren ankommenden Bienen Nektar ab und stampfen Pollen. Im Alter von 12 bis 18 Tagen sind sie Baubienen und ab dem 16. Tag fliegen sie sich ein, sind dann Wachbienen und ab 20. Tag sind sie Flugbienen und nach etwa 35 Sammelflügen verenden sie dann. Ja, soweit zu den Faustregeln. Zu den Sinnesorganen gibt es auch eine Internetseite. Ich will gleich dann weitermachen mit den Informationen, die es in der Schulungsmappe gibt. Und da sind die Zahlen etwa zu der Anzahl der Rezeptoren etwas höher gegriffen. Wenn ich dann hier auf dieses Merkblatt verweise. Das ist ein Merkblatt vom Bieneninstitut Celle, was aber auch beim Institut in Kirchhain abrufbar ist. Und hier sieht man, ist die Funktion und die Körperbaumerkmale erstmal aufgeführt. Und weiter hier unten sieht man die Bezeichnung der Sinnesorgane. Und etwas detaillierter als in der Schulungsmappe dargestellt. Hier ist also aufgeführt, dass die Komplexaugen bei der Arbeitsbiene aus 4.000 bis 700, bis 7.000 Einzelaugen bestehen und bei den Drohnen doch deutlich mehr, nämlich 7.000 bis 8.600. Und auch die Ausstattung mit Porenplatten auf den Antennen sind sehr unterschiedlich, bei der Arbeitsbiene bis 3.000 und bei den Drohnen 30.000. Also das Riechvermögen bei den Drohnen ist nochmal deutlich höher, aber die müssen ja auch über sehr große Entfernungen ihre Königin finden und das Pheromon wahrnehmen. Unten sind nochmal die Vergleich, welche Drüsen mit welchen Funktionen bei den verschiedenen Wesen, Arbeiterin, Königin und Drohnen vorhanden oder nicht vorhanden sind. Da werde ich im weiteren Verlauf einfach aus Zeitgründen in der Schulungsmappe nicht drauf eingehen. Ja, und komme jetzt hier zu den Sinnesorganen. Ich habe mal unter dem Stereomikroskop Aufnahmen gemacht. Hier sieht man den Kopf einer Honigbiene. Die hat 2 Komplexaugen, 3 Punktaugen. Die Anzahl der Komplexaugen hatten wir eben schon mal dargestellt, ist hier vielleicht ein bisschen höher angegeben. Das ermöglicht einer Biene und Rundumsicht um 180 Grad. Das Farbspektrum ist ähnlich bei Menschen, allerdings mehr Richtung Ultraviolett verschoben. Oh, hier ist ein Schreibfehler. Rot wird als schwarz wahrgenommen und dafür kann die Biene aber Ultraviolett noch mit wahrnehmen und sieht dadurch manche Farben weiß oder blau deutlich nochmal anders. Auch die Anzahl der Einzelbilder, die sie unterscheiden kann, ist deutlich höher als bei Menschen. Bei Menschen ist etwa bei 25 Einzelbildern pro Sekunde Schluss. Die Biene kann also sehr viel feiner auflösen, die Bewegung. Dadurch kann sie auch auf schnelle Bewegungen viel besser reagieren. Auch die Anzahl der Reizempfänger, hatten wir eben gesagt, ist hier mit 40.000 auch höher angegeben als auf der Veröffentlichung beim Merkblatt des Bieneninstitutes. Und ich denke, für die Arbeitsbiene ein bisschen hochgegriffen. Da sie die Fühler paarig angeordnet sind, kann sie Gerüche auch aus
der Richtung orten, aus der sie kommen. Und auf den Fühlern hat sie auch Wärme- und Kältesensoren. Die Bienen haben kein Hörorgan. Sie nehmen die Schallwellen durch Schwingungen wahr. Und das ist auch wichtig beim Schwänzeltanz, indem sie die Orientierung weitergeben oder die Information zu einer Futterquelle weitergeben. Dabei vollführt die Biene auch nochmal eine große Transponierungsleistung, weil sie nämlich die Richtungsangabe auf der Ebene in die Senkrechte transponiert. Sie orientiert sich in Bezug zur Futterquelle, zum Sonnenstand bei längeren Entfernungen und überträgt das dann in die Senkrechte auf die Schwerkraft, wobei die Senkrechte dann die Richtung zum Sonnenstand ist. Dafür braucht sie also auch das Schwerkraftempfinden, das benutzt sie aber auch beim Wabenbau. Die Entfernung zur Futterquelle überträgt sie mit dem optischen Fluss, den sie wahrnimmt. Bei nahegelegenen Futterquellen macht sie einen Rundtanz und bei weiter entfernten Futterquellen macht sie den Schwänzeltanz und die Frequenz variiert je nach Entfernung und der optische Fluss ist dafür das Maß. Auf die Drüsen will ich jetzt hier nicht noch mehr extra eingehen. Da verweise ich hier auf das Arbeitsblatt, was ich eben schon mal angezeigt habe. Die Gerüche sind wichtiges Steuerungsorgan, Steuerungselement für die Funktion in den Bienenvölkern. Zur Funktion, der Körper der Honigbiene ist segmentiert, besteht aus Kopf, Thorax und Abdomen. Im Kopf befinden sich die Sinnesorgane und Futtersaftdrüsen und im Thorax hauptsächlich die Flugmuskulatur und die großen Tracheenäste und im Abdomen befinden sich die Verdauungsorgane, Drüsenmagen mit Ventiltrichter, Mitteldarm, malpighischen Gefäßen, das entspricht den Ausscheidungsorganen, also bei Menschen in Nieren. Der Herzschlauch befindet sich am Rückenteil, darunter der Fettkörper und das Nervensystem befindet sich am unteren Teil, auch am Bauch befindet sich bei der Arbeitsbiene die Wachsdrüsen, hinten der Stachelapparat und die Kotblase. Auf die Wildbienen und Hummeln bin ich am Anfang eingegangen. Wir kommen jetzt zu der Planung der Tätigkeiten. Ja, wie viel Zeit braucht man den Bienen? Die Überschrift heißt keine Zeit für Bienen. Ich nenne es jetzt mal Zeit für Bienen. Auch der Freizeitimker steckt viel Zeit in sein Hobby rein und in seine Bienen. Dennoch kann er Urlaub machen, muss nur die Urlaubsplanung mit den vielen termingebundenen Arbeiten wie Königinnenzucht oder auch die Drohnenbrut schneiden, wenn er es zur Varroa-Bekämpfung bearbeiten möchte, mit einplanen. Dann weniger termingebunden sind jetzt die Nutzung der Tracht. Da kommt es auf den Tag mehr oder weniger nicht drauf an, aber auch grob, teilweise zeitgebunden ist es natürlich schon. Und ja, auch der Zeitaufwand ist abhängig von der Betriebsweise, die ich wähle. Beim Hinterbehandlungskasten brauche ich etwas mehr als bei der Magazinbetriebsweise. Das Kuratorium für Technik und Bau in der Landwirtschaft hat die Arbeitszeiten mal ermittelt und da sind das bis zu 280 Arbeitskraftminuten pro Volk und Jahr. Ist natürlich abhängig, wie viele Völker ich bearbeite. Wenn ich eine große Völkerzahl habe, ist der Arbeitsaufwand pro Volk etwas geringer, weil die fixen Arbeiten sich auf mehr Völker verteilen. In anderen Büchern sieht man Angaben zwischen 7 und 10 Stunden pro Jahr. Es ist also durchaus überschaubar, der Zeitfaktor, den man aufbringen muss. Auch bei den Kosten ist es sehr variabel, wie umfangreich und wie luxuriös ich mich ausstatten möchte. Eine Schutzkleidung muss man veranschlagen mit etwa 50 bis 100 Euro. Smoker, Stock, Meißel und Besen in Summe auch circa 50 Euro, wobei man für einen hochwertigen Smoker alleine auch durchaus 50 Euro ausgeben kann. Für eine Beute mit Rähmchen, Mittelwänden, Draht und so weiter, muss man etwa 300 Euro rechnen und die Geräte für Honigernte und Abfüllung, ja, da kommt es sehr darauf an, wie luxuriös man sich aufstatten möchte, ob eine einfache Handschleuder oder mit Elektronik und Selbstwendeeinrichtung, ob man Rührgeräte, Rührmaschinen oder einfach nur ein Auf- und Abrührgerät verwenden möchte. Diese Investitionen sind aber nicht von Anfang an notwendig. Man kann ja zunächst nochmal sich mit dem Imkerpaten zusammentun oder manche Imkerfeinde haben auch gemeinsam zu nutzende Schleuderräume. Damit komme ich jetzt zu der Grundausstattung und leite das dann damit über. Ganz wichtig für den Anfänger ist vor allem Schutzkleidung. Später, wenn man seine Abwehrreflexe unter Kontrolle hat und nicht mehr hektisch reagiert, kann man durchaus auch die Handschuhe auch mal weglassen. Ein Imkerhut ist durchaus auch gegen die Sonne ein guter Schutz. Eine
Bluse oder Kittel schützt nicht nur vor Stichen, sondern auch vor Verunreinigung der Kleidung mit Propolis. Die ist nämlich schwer wieder herauszuwaschen. Also einerseits die Schutzkleidung, zum anderen für die Bearbeitung an den Bienen, Grundausstattung, mindestens ein Smoker. Dabei würde ich darauf achten, dass er vorne einen Haken hat, mit dem man es an den Kasten befestigen kann. Und ich habe auch ganz gerne Smoker mit einem Innenbehälter, den kann man zum leichteren Anzünden herausnehmen. Beim Blasebalg sollte man darauf achten, dass er aus Leder ist. Kunststoffbälge brechen leicht und sind dann undicht. Mindestens einen Besen braucht man, besser zwei, damit man wechselweise einen dann in die Reinigung geben kann. Auch beim Stockmeißel schadet es nicht, wenn man einen zweiten hat. Also mir geht es immer so, dass ich mindestens einen irgendwo verlege und dann wieder suche, wo er dann ist. Optional hilfreich sind Geräte zum Fassen der Rähmchen, bei Magazinen so ein Wabengreifer von oben. Insbesondere wenn man eine Propolisallergie hat, ist das hilfreich, dass man nicht immer an die verketteten Enden fassen muss. Bei der Behinderbehandlung unumgänglich ist so eine Wabenzange, mit der man die Waben im Warmbau herausnehmen kann, ist aber nicht zu empfehlen. Effektiver ist es wirklich, magazinbetriebsweise zu arbeiten. Weitere Gerätschaften braucht man dann zur Honigernte, entweder eine Bienenflucht oder neben den Besen, wenn man sich etwas luxuriöser ausstatten möchte, so ein Carefix. Honigschleuder, Siebeinrichtungen und Apfelkübel braucht man nicht zum Anfang, kann man sich vielleicht zu Beginn auch teilen, aber perspektivisch macht es Sinn, solche Gerätschaften auch zur Verfügung zu haben. Bei der Entdeckung brauchen wir mindestens eine Entdeckungsgabel und jetzt steigen sich die Geister. Ich kann wieder ein klassisches Entdeckungsgerät verwenden. Ist auch erstmal eine Investition, die etwas teurer ist. Bei der Heißluftentdeckung kann ich, wenn ich sowieso Heimwerker bin, auch mal so ein Heißluftföhn verwenden. Das geht sehr schnell und anschließend nach dem Schleudern kann ich dann das Deckelwachs gewinnen. Hier muss ich nochmal einen Tippfehler korrigieren, fällt mir gerade auf. Dann braucht man auf jeden Fall Geräte zum Sieben, Rühren und Abfüllen. Für den Anfang würde ich fast, auch wenn es etwas teurer ist, so einen Siebkübel empfehlen mit einem senkrechten Sieb, weil man ihn auch gleichzeitig als Apfelkübel verwenden kann und hier das Sieb nicht so schnell verstopft. Wenn man das Honig-Doppelsieb mit Grob- und Feinsieb verwendet, braucht man durchaus zwei bis drei Siebe, weil wenn man mehr Honig schleudert, die Siebe verstopft und dann ist man fast schon in der Preisklasse für so einen Siebkübel. Rühren würde ich am Anfang das Rührgerät auf und ab verwenden, ist preiswert und einfach und effektiv. Bei solchen Rührflügeln braucht man eine leistungsfähige und stabile Rührmaschine und es ist auch deutlich teurer und es besteht die Gefahr, dass man den Honig eher überrührt und dann ja, viel Geld ausgibt, um doch keine Qualitätssteigerung zu haben. Dann ist eine ganz schwere Entscheidungsfrage, welche Bienenkästen wähle ich? Da muss man sich entscheiden zwischen Magazin und Hinterbehandlung. Dann kann man sich entscheiden zwischen Warmbau und Kaltbau und ganz besonders in Deutschland das Rähmchenmaß. Übliche Maße international sind Dardant und Langstroth. In Deutschland gibt es unendlich viele Varianten, Formen und Maße. Und alles hat durchaus seine Berechtigung, muss dann abwägen. Hinterbehandlung zum Beispiel ist vielleicht geeignet, wenn man körperlich beeinträchtigt ist und nicht so schwer heben kann. Dann würde ich aber die Kästen auf keinen Fall hier so wie hier übereinander stellen, sondern eher vielleicht einen Dreietager verwenden und ihr vor allem dann in Kaltbau, dass ich an jede Wabe von hinten ran kann, bequem. Ein Vorteil, dass sie meistens im Bienenhaus sind und beim Trocknen arbeiten kann. Aber es ist aufwendiger und etwas schwieriger. Ich bin auf jeden Fall Fan vom Magazin, hier vom Dardant Maß 12er. Der Kasten besteht aus einem Boden, Brutraum, Absperrgitter, mehreren Honigräumen, Innendeckel und Außendeckel. Im Innendeckel kann man auch eine Bienenflucht einlegen, was dann hilfreich ist bei der Honigernte. Vorteil von diesem Betriebssystem ist, dass man sowohl den Brutraum an die Leistungsfähigkeit der Königin anpassen kann, als auch über das Aufsetzen der Honigräume an die Volksstärke insgesamt. Bei der Bearbeitung mit angepassten Bruträumen ist ein Absperrgitter notwendig. Es gibt auch Betriebsweisen ohne Absperrgitter, dann arbeitet man mit flachen Honigräumen, drückt so mit dem Honig dann das Brutnest nach unten. Hier ist mal die Frage nach dem Wabenmaß. Wie gesagt, ich habe mich für Dardant entschieden, ich halte es für sehr sinnvoll. Hier eine Wabe mit Futterkranz, verdeckelter Brut und offener Brut. Es war schon etwas später im Jahr, einige Zellen sind ja ausgeräumt, wahrscheinlich wegen Varroa-Befall. Entscheidend ist ein stabiler Oberträger, dann die Abstandsregelung an den Seitenteilen. Ich mag es gern, wenn die
im oberen Drittel angebracht sind, wenn man die Wabe herausnimmt und schräg in den Kasten versehentlich reinhängt, besteht dann nicht die Gefahr so leicht, dass man die Brutfläche der Nachbarwabe verkratzt. Auch sollte man hier kegelförmige Abstandshalter verwenden. Bei Hofmannsrähmchen besteht sehr leicht die Gefahr, dass man auch Bienen quetscht und im ungünstigsten Fall sogar die Königin. Hier ist mal gezeigt, was passiert, wenn man den Abstands nicht richtig einhält. Hier im Kasten fehlt dieser Abstandsrechen. Dadurch ist der Abstand zum nächsten Kasten geringer und der B-Space von 6 bis 8 mm ist nicht eingehalten. Das führt dann dazu, dass die Bienen das oben überbauen. Hier, das ist eine voll verdeckelte Futterwabe über der Bienenflucht, mit der man dann die Entnahme vom Honig, ohne großartig Bienen abfegen zu müssen, realisieren kann. Ja, wie komme ich jetzt zu den Bienenkasten, ist die nächste Frage. Man kann sich entweder selber bauen. Hier ist mal ein Blick in eine Schreinerei gezeigt. Aber auch im Hobbybereich reicht eigentlich an Gerätschaften eine Kreissäge und eine Bohrmaschine aus, um Kästen zu fabrizieren. Auch ein Vorteil der Dardan-Kästen, die haben keine unnötigen Falze, sondern einfach nur glatte Kanten, an denen sie auseinandergestellt werden. Wenn ich Kästen selber baue, müsste ich die Maße einhalten. Die befinde ich zum Beispiel im Katalogen. Der Hersteller ist auch sinnvoll, dass die Maße mit angeben. Wenn ich dort einen Kasten kaufen möchte, weiß ich, ist das kompatibel mit dem Maß, was ich habe. Hier ist also die Internetseite mit angegeben, wo man dann die Maßangaben auf dem Händlerkatalog finden kann. Die Rähmchenmaße kann man sich abrufen im Wikipedia mit dem Suchwort Rähmchen. Ich habe jetzt hier nur einzelne mal rausgesucht, Dardan modifiziert, Brutraum- oder Honigraumrähmchen oder auch im Vergleich dazu Deutsch Normalmaß. Hinten ist auch die Länge der Ohrlänge angegeben und man kann danach dann sich Rähmchen nachbauen und auch vergleichen, ob die Rähmchen, die man vom Händler bezogen hat, auch maßhaltig sind. Ja, dazu dann der Blick im Fachkatalog, wo bekomme ich mein Material? Ich würde dazu plädieren, beim regionalen Handwerker oder Behindertenwerkstätten einzukaufen. Ähnlich, wir sind ja auch dafür, dass der Honig regional beim Imker gekauft wird und man hat dann auch den direkten Kontakt zum Hersteller, wenn man mal Sonderwünsche oder Reklamationen hat oder mal einen Engpass hat, kann er einem dann meistens weiterhelfen. Das sind ja Händler hier aus der sächsischen Region. In anderen Bereichen gibt es aber sicherlich auch Schreinereibetriebe oder Behindertenwerkstätten, wo man sich eindecken kann. Gleiches gilt auch für die Händler. In der Region gibt es Imkereifachhändler, die dann meistens bei den größeren Händlern auch ihr Material beziehen. Und wenn man mal kurzfristig einen Engpass hat und noch mal ein paar Gläser Honig braucht, ist es einfacher, zum nächsten Händler zu fahren, als über einen Versand dann eine kleine Menge zu bestellen. Über regionale Händler mit Onlinehandel findet man sicherlich dann auch im Internet. Ja, dann stellt sich die nächste Frage, wie komme ich zu den Bienen? Hier möchte ich ganz dringend davon abraten, bei überregionalen Händlern auf der Autobahn zu kaufen. Die Bienen werden als Schwarm, als Ableger, als ganzes Volk gehandelt oder auch als einzelne Königin. Sie sollten beim Erwerb darauf achten, dass eine Gesundheitsbescheinigung dabei ist, auch wenn es aus der Nachbarschaft stammt. Dann ist abhängig beim Kunstschwanz natürlich keine Brut dabei, aber ansonsten sollte man achten, welche Brutstadien vorhanden sind, wie viel Futterreserven vorhanden sind und ob die Bienen sanftmütig sind. Auch ist es relevant zu erfahren, wie die Königinnen drauf sind, also besser ist es, wenn man den Züchter oder den Imker kennt und schon mal die Bienen auch live erlebt hat. Ich möchte jetzt nochmals dringend vom Online-Händler mit Autobahnvertrieb abraten. Man weiß nie, wo die genau herkommen. In Süditalien ist der Beutenkäfer vorhanden und ich denke, über die großen Strecken werden die Parasiten überwiegend durch die Imker verbreitet. Wenn man nur einen Ableger kaufen möchte als Anfänger und findet nicht das Maß, was man selber hat, ist das nicht das große Problem. Deutscher Malmaßrähmchen, hier hat am Beispiel mal gezeigt, umhängen in Dardan-Kasten. Auch das funktioniert einwandfrei, einfach eine Leiste oben drauf auslegen, eine Schraube in der Mitte durch und dann kann man es mit der Leiste reinhängen. Ringsrum bleibt dann kleiner Rand frei, der wird dann halt mit Drohnenbau zugebaut und kann man als Baurahmen dann ausschneiden. Direkt in Dardan passen rein Langstroth und Zander von der Länge her. Und kleinere Maße kann man wie oben mit der Variante Holzleiste und Schraube adaptieren. Also man ist nicht darauf angewiesen, dass man wirklich exakt dasselbe Wabenmaß bekommt.
Dann sollte man sich auch über Arbeitserleichterungen Gedanken machen. Also wenn man nicht so schwer tragen möchte, kann man vielleicht Halbrahmen verwenden oder zwei halbe Honigräume aufsetzen. Dann sollte man auch die Arbeitshöhe an die Körpergröße anpassen. Hier mal ein ungünstiges Beispiel, wo man hier dringend eine Leiter braucht, um den oberen Bereich zu arbeiten, besser sich in bequemer Arbeitshöhe aufzustellen. Und wenn man Freistand hat auf Lückenstellen, dass man von der Seite her bearbeiten kann. Vielleicht auch hier einen Trick schieben und kippen statt heben. Ich will das mal in der Durchklicken darstellen. Wenn ich den dritten Kasten jetzt hochheben muss, auf den Nachbarkasten muss ich sehr hochheben. Auf dem Boden abstellen ist auch nicht die Variante. Oder ich habe ein niedriges Podest vielleicht, da muss ich aber beim Zurückheben wieder höher heben. Einfache ist Variante, einfach auf die Kante hochheben, rüberschieben und hochkippen. Den nächsten Mal hat also deutlich niedrigere Höhen hier zu heben und hat die auf der gleichen Höhe nebeneinander, die Kästen. Dann stellt sich die Frage nach der Bienenrasse und hier ist es, würde ich sagen, eine Gewissensfrage, grundsätzlich egal. Es gibt die Carnica Apis mellifera Carnica, die Backfassbiene Apis mellifera und dann eine Kombinationszucht aus verschiedenen Herkünften, die dunkle Biene Apis mellifera mellifera. Eigenschaften, die man da beachten muss bei der Bewertung, sind Schwarmträgheit, Sammelfreis, Wabenstetigkeit und Sanftmut. Die dunkle Biene ist nicht so sehr wabenstetig wie die anderen, zeigt eine spätere, aber dafür sehr zügige Frühjahrsentwicklung, da sie ursprünglich mal hier heimisch war, aber fast verdrängt worden ist, ist sie sehr schwer zu bekommen, daher teuer. Und ich würde sagen, für einen Anfänger deswegen nicht zu geeignet. Günstiger ist dann eher Carnica. Die sind sehr weit verbreitet, preiswert, sanftmütig. Allerdings gelten sie etwas als schwarmfreudiger als die Backfassbiene. Wobei, wenn man sie vom Züchter erhält, der auf Schwarmträgheit züchtet, ist das auch kein so großes Problem. Also es gibt gute und schlechte Carnica und es gibt auch gute und schlechte Backfast. Also wenn ich eine gute Carnica habe, ist sie besser als eine schlechte Backfast und umgekehrt. Da muss man also gucken, wo man die Bienen herbekommt. Es lohnt sich nicht, über die Rasse sich großartig zu zerstreiten. Dann sollte man auch den Sicherheitsaspekt beachten, wenn man mit der Imkerei beginnt. Das Heben schwerer Lasten kann man sich vereinfachen, entweder auch bei den Kübeln als auch beim Transport von Kästen. Besonders vorsichtig sollte man sein, wenn man auch beim Schwarmfang auf Bäume klettert, also sicheren Tritt verwenden oder geeignete Schwarmfanggeräte. Aber in großer Höhe wird es auch mit dem Schwarmfanggerät schwierig. Dann kann es durchaus passieren, dass man den Schwarm auch mal fliegen lässt. Deswegen ist besser Schwarmfang Meidung im Vorfeld zu betreiben, als hinter dem Schwarm hinterherzulaufen. Das auch als Hinweis für diejenigen, die Schwarmvermehrung betreiben möchten. Ich halte es, also wer Schwarmvermehrung betreiben möchte, soll die Schwärme bitte schön auch selber einfangen und nicht das anderen Imkern dann überlassen. Weitere Gefahren, Brandgefahr durch einen Smoker. Das hier ist ein Bild, wo ein ganzes Wabenlager abgebrannt ist, nachdem der Smoker dort irgendwie unsachgemäß gelagert worden ist. Bei der Desinfektion von Rähmchen und Reinigung mit Ätznadron sollte man die Arbeitsschutzbedingungen einfassen, also mindestens Schutzbrille, besser ist ein Visier, weil hier sieht man kleine Tropfen außerhalb der Schutzbrille, die haben doch noch zu Verätzungen geführt. Dann stellt sich die Frage, wo kann ich Bienen aufstellen? Dabei sollten die Standorte für die Bienen geeignet und für den Imker bequem sein. Die Trachtverhältnisse sind relevant, also möglichst das Ganze Jahr über Pollen, Nektar und auch Wasserangebot. Windschutz, vor allem gegen kalte Winde und das Kleinklima sollte man berücksichtigen. Dort, wo der Schnee im Frühjahr als erstes schmilzt, ist ein geeignetes Kleinklima. Auch die Isolierung der Kasten kann man hier sehen. Da, wo der Volkssitz ist weggeschmolzen, ist jetzt nicht so relevant, aber die Winterbedingungen wollte ich damit dann zeigen, wo es drauf ankommt. Ja, bequem für den Imker zu erreichen ist so ein Standort. Man kann mit dem Auto direkt bis ranfahren und die Bienenkästen abtransportieren. Dieser Standort hier in Hanglage und nur zu Fuß zu erreichen, ist eher unbequem. Den Bienen ist es egal, die können fliegen. Ja, und im letzten Bereich will ich jetzt darauf eingehen an die Anforderungen. Ich hatte es eben genannt, Wasser und Standorte, die man betrachten muss. Es sollte also ganzjährig Wasser zur Verfügung sein, sonst sollte man eine Tränke ausstellen. Die Tränke sollte überdacht sein, damit sie nicht durch Kot verunreinigt wird und idealerweise sind vielleicht natürliche Wasserquellen vorhanden. Der Bedarf beträgt etwa einen halben Liter pro Tag. Und beim Bau von Bienenhäusern muss man natürlich die gesetzlichen Bestimmungen einhalten und besser vorher befragen, bevor man hinterher Ärger kommt. Und damit wünsche ich jetzt allen Teilnehmern viel Erfolg mit der eigenen Imkerei und vielleicht auch bei den nächsten Sitzungen dabei zu sein. Vielen Dank.
Ganz, ganz vielen Dank erstmal. Und ich wollte nochmal erinnern, man kann jetzt die Fragen entsprechend in den Chat reinstellen. Der Jürgen hat jetzt schon eine Frage gestellt. Ich schalte mal sein Audio ein, da kann er sich selber nachfragen. Genau, meine Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Warmbau und Kaltbau? Ah ja, Entschuldigung. Ja, Warmbau ist, wenn die Waben in Längsrichtung zum Flugloch stehen, und Kaltbau ist, wenn die Waben in Querrichtung zum Flugloch stehen. Wenn man wie beim Dardan einen quadratischen Kasten hat, kann man es sich aussuchen, auch später noch. Tendenziell sagt man, dass beim Kaltbau die Bienen sich besser gegen Räuberei verteidigen können, weil sie auch von den hinteren Wabengassen schneller am Flugloch sein können. Der Name ist jetzt, ja, vielleicht willkürlich gewählt, weil man angenommen hat, wenn die Waben quer zum Flugloch stehen, dass es dann nicht so zugig ist im Kasten und die Bienen ihn besser warm halten können. Man muss sich, da der Kasten hier rechteckig ist, für eine Richtung entscheiden. Den Bienen ist das mehr oder weniger egal. Unter natürlichen Bedingungen bauen sie durchaus auch mal diagonal. Ja, reicht okay. Das so oder gibt es noch Nachfragen? Ja. Nee, prima. Ich habe selber Zander mir jetzt angeschafft. Das heißt, es wäre Kaltbau. Das ist in der Regel Kaltbau, ja. Alles klar. Ich glaub, ich es sei denn, man macht das Loch im Boden an die Seite rein, was natürlich auch geht. Ne? Ah ja, okay. Dankeschön. Entscheidend ist vielleicht nochmal, bei Warm- und Kaltbau muss das Flugloch entsprechend im Boden auch ausgerichtet sein. Die Bienen fressen sich ja immer, setzen beim Herbst erstmal am kalten Bereich, am Flugloch, und fressen sich dann in der Gasse entlang nach hinten. Und sie, wenn Sie beobachten, DDR-Normbeuten, die sind Warmbau, die haben immer das Flugloch entweder rechts oder links, weil die Bienen dann zu Beginn am Flugloch sitzen und sich dann in der Wabengasse entlang nach der anderen Seite durchfressen. Wenn ich das Flugloch in der Mitte hätte, müssten sie dann immer die Wabengasse überspringen, was für die Biene nicht so geeignet ist oder für die Nutzung des Futtervorrates nicht so geeignet ist. Beim Kaltbau hat man das Flugloch eher zentral und sie fressen sich dann von vorne nach hinten die Gassen entlang. Okay, alles klar. Vielen herzlichen Dank. Gut, gibt's noch weitere Fragen aus den Teilnehmern? Was mir noch aufgefallen ist, dass eine Frage ist, weil ich ja selber früher mal die Idee hatte, okay, ich starte mit der Imkerei und fange mit einem Bienenvolk an. Ist das eine gute Idee oder keine? Was kann man da empfehlen? Also ich würde empfehlen, so bis mit, sagen wir mal, 2 bis 4 Völkern anzufangen. Mit einem Volk ist es ein bisschen gefährlich, weil als Anfänger macht man leicht auch mal einen Fehler. Und wenn ein Volk im Winter eingeht, hat man dann 100% Verlust und man fängt den nächsten Frühjahr wieder bei Null an. Wenn man so 3 bis 4 Völker hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle eingehen, doch eher gering und man kann dann weiter aufbauen. Also wenn man sich im Frühjahr startet und dann vielleicht sich ein starkes Volk kauft, dann kann man davon Honig ernten, vielleicht noch 2 Ableger machen. Auch wenn die Bienenvölker, ich hatte den Völkern von Preis sind Völker noch nichts gesagt, durchaus mal 150 bis 200 Euro kostet. Wenn man da ein starkes Volk hat, rechnet sich das durchaus, weil man das auch wieder erwirtschaftet. Ich muss dazu sagen, diese Preise sind in Deutschland durchaus preiswert. In Schweden kostet ein Volk durchaus 300 bis 400 Euro. Vielen Dank. Ich wollte noch mal in die Runde sagen, also jeder, der eine Frage hat, kann die gerne in den Chat reintippen. Dann würde ich entsprechend die Frage weitergeben. Was mir noch aufgefallen ist, was ja in der Diskussion immer ist, sollte ich, wenn ich jetzt imkere, mit Naturwabenbau bauen oder mit Mittelwand? Was ist jetzt zum Beispiel wesensgemäßer? Ist es egal? Was sind so die Vor- und Nachteile von beiden Vorgehensweisen? Also es ist im Prinzip, hängt das von der persönlichen Vorliebe ab, und man kann in jedem Kastenmaß sozusagen wesensgemäße Bienenhaltung betreiben. Also mit Naturwabenbau kann ich auch arbeiten. Beim Dardan ist Naturwabenbau schwierig, wenn ich wandern möchte. Wenn ich eine Standimkerei betreibe, kann ich auch im großen Wabenmaß mit Naturwabenbau arbeiten. Wenn ich diese großen Waben transportiere und keine Verstärkung drin habe, dann brechen die leicht zusammen. Naturwabenbau kann man auch natürlich einen Draht einfädeln. Da ist aber besser, wenn der senkrecht gedrahtet ist, dass die Bienen da nicht versuchen, drumherum zu bauen. Sonst ist eine Wabe dann leicht instabil. Aber gerade beim Anfang ist es vielleicht hilfreich, wenn man Naturwabenbau verwendet, da braucht man nicht so viele Mittelwände. Die Bienen bauen Wachs auch selber nach. Wie gesagt, wenn die Wabe stabil genug ist oder verstärkt wird, funktioniert das ein und frei. Naturbau hat dann auch das von den Bienen selbst produzierte Wachs. Man hat da nicht die Gefahr, dass man verfälschtes Wachs kauft. Eine Mittelwand hat den Vorteil, dass die Waben schneller ausgebaut sind, weil die Bienen natürlich das Wachs von der Mittelwand verwenden und nicht selber schwitzen müssen.
Aber am Ende kann ich in jedem Maßsystem sowohl Naturbau als auch vorgefertigte Mittelwände einsetzen. Das ist mehr Geschmacksfrage des Imkers. Vielen Dank. Ich sehe von der Silvana jetzt noch eine Frage. Ich schalte mal direkt ihr Mikrofon frei dafür. Hallo. Bei mir ist es nur recht laut im Hintergrund. Deshalb stelle ich meine Frage recht kurz und würde dann mein Mikrofon eigentlich gleich wieder ausschalten. Gell? Ja. Ich bin absolute Anfängerin. Ich überlege mir überhaupt, ob das was ist für mich und mich interessiert sehr. Und eben, ich wohne im alpinen Bereich und wollte fragen, ob es für den Bereich 700 bis 1000 Höhenmeter, ob es da irgendwelche Empfehlungen gibt oder ob man da was Spezielles achten muss. Danke. Ja, das ist für mich jetzt eine schwierige Frage. Ich habe noch nie in solchen Höhenlagen Bienen gehalten. Also ich kam ursprünglich aus dem Rheinland und bin jetzt hier in der Leipziger Gegend, was also absolutes Flachland ist. Aber ich war auch schon mal im Allgäu im Urlaub und habe dort auch im Allgäu Bienen gesehen. Und diese Alpenwiesen sind sicherlich auch eine gute Trachtquelle für die Bienen. Allerdings ist natürlich der Entwicklungszeitraum sehr kurz. Aber ich denke, dass da einfach mal Kontakt mit dem örtlichen Imkerverein aufnehmen oder Landesverband Bayerischer Imker, die können da sicherlich auch Tipps über die Bienen machen. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, wenn man Königinnen kauft, die Königinnen beim regionalen Züchter nehmen, weil die auch optimal an die regionalen Klimabedingungen dann auch angepasst sind. Das wäre der Hinweis dazu. Aber auch Bienen sind sehr flexibel, kommen in sehr weiten Klimabereichen von hohem Norden bis in Süden vor. Also warum sollten sie nicht auch in den Bergregionen zurechtkommen? Gut. Danke. Bitte. So, ich habe jetzt noch eine Frage von PC01. Macht es Sinn, die Rähmchen im Brutraum, im Kaltbau zu hängen und den Honigraum im Warmbau? Also es geht um die Frage wahrscheinlich, ob man es, also Hermann heißt er mit Vornamen, ob man die, ob das Sinn macht, jetzt im Brutraum und Honigraum jetzt um 90 Grad versetzt zu setzen. So wird ja, das ist möglich und macht auch Sinn, je nach Betriebsweise. Also wenn ich jetzt hier die Dardan-Betriebsweise habe und habe da ein relativ schwaches Volk, was also wenig Waben im Brutraum hat, die würden dann diese Flucht in den Wabengassen bis in den obersten Honigraum beibehalten und sozusagen, wenn ich links meinen Brutraumbereich habe mit, nehmen wir an, nur vier Brutwaben und habe dann Honigraum darauf mit 10 Honigraumwaben, dann würden die nur auf den linken 4 Waben weitermachen. Wenn ich den im diagonal versetzt, also dann im Warmbau drauf setze, füllen sie die Wabengassen komplett aus und nutzen den Honigraum komplett. Also das ist möglich und da die Bienen durchaus auch mal diagonal und auch im Baum auch mal quer bauen. Ich habe also auch mal einen gefällten Baum beobachtet, die bauen auch mal um die Ecke rum. Ich denke, den Bienen ist es egal, die kommen damit klar. Und macht dann bei dem Sinn, wenn ich also nur sehr einen kleinen Brutraum habe und einen breiten Honigraum, dann Sinn und damit ich den Platz optimal ausnutze. Gut, in Ordnung. Vielen Dank. Ich frage jetzt noch einmal in die Runde, weil wir jetzt genau die Stunde geschafft haben. Gibt es noch Fragen? Möchte jemand noch eine Frage stellen oder loswerden? Dann wäre das jetzt die Möglichkeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den Vortrag und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, es war für alle was Interessantes und Informatives dabei gewesen. Und hoffe auch, viele in der nächsten Live-Session dann wieder begrüßen zu können. Also ganz vielen Dank, Herr Dr. Hart. Alles klar, Dankeschön. Ich danke, hoffe, dass auch viele zugehört haben.